Das Wort barbarisch kennen wir alle. Aber waren die Barbaren wirklich ungehobelte Kraftprotze mit grausamen Ritualen? Wir haben für euch die größten Mythen rund um die germanischen Stämme mal gründlich unter die Lupe genommen. Also, auf die Bärenfelle, fertig, los! Mythos Nummer 1. Die Barbaren trugen ihren Namen aufgrund ihres unzivilisierten und rüpelhaften Auftretens. Dieser Mythos ist falsch. Zumindest was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes angeht. Laut Duden heißt barbarisch zwar so viel wie unkultiviert oder grausam, im antiken Griechenland war es aber schlicht eine Bezeichnung für Menschen, die kein Griechisch sprachen. Damit waren auch die Römer gemeint. Die benutzten den Ausdruck dann abwertend für Bevölkerungsgruppen, die eine andere Lebensweise pflegten. Das waren zum Beispiel die Kelten, Germanen und Wikinger. Mythos Nummer 2. Die Germanen lebten in Germanien. Dieser Mythos ist halb wahr. Unter dem Label Germanen wurden von den Römern unzählige Stämme zusammengefasst. Wie die Cherusker, die Alemannen, die Bajuwaren, die Brukterer, die Burgunden, die Hatten, die Falen, die Franken, die Friesen, die Gauten, die Maser, die Sueben. Diese Stämme verband aber höchstens eine ähnliche Lebensweise oder frei gewählte Bündnisse. Germanien war auch eine vereinfachende Fremdbezeichnung der Römer für das Gebiet zwischen Rhein und Donau. Während der germanischen Völkerwanderung des 4. bis 6. Jahrhunderts trieb es viele Stämme nach Süd-, West- und Mitteleuropa. Mythos Nummer 3. Die Germanen waren fleischfressende, primitive Wilde. Dieser Mythos ist falsch. Germanische Stämme ernährten sich zwar nicht ausschließlich von veganem Soulfood und frischen Hibiskus-Smoothies auf Mandelmilchbasis, aber Tiere wurden vor allem als kostbare Woll- und Milchlieferanten gehalten. Fleischverzehr war bei den germanischen Stämmen viel weniger selbstverständlich als heute. Stattdessen stand vegetarische Kost wie Gemüseeintopf hoch im Kurs. Mythos Nummer 4. Germanische Männer waren groß, blond und pelzig. Dieser Mythos ist wahr. Das bestätigen zumindest diverse Moorleichenfunde und Skelettausgrabungen. Demnach hatten die Männer für das Frühmittelalter schon stattliche Körpergrößen zwischen 1,70 und 1,75 zu bieten. Frauen waren ca. 1,60 groß. Fun Fact: Männer aus germanischen Stämmen waren wesentlich eitler als die Frauen. Besonders Haar- und Bartpflege stand auf dem Programm. Für die tägliche Hygiene besaßen sie sogar bereits Ohrlöffel und Pinzetten. Mythos Nummer 5. Die Germanen glaubten an nordische Götter. Dieser Mythos ist wahr. Unter der nordischen Mythologie versteht man im Grunde alle Götter und Heldensagen der Germanen, Kelten und Wikinger. Ihre wichtigsten Mythen und Figuren sind eng miteinander verwandt. Odin, der Göttervater der Wikinger, hieß bei den Südgermanen Wodan und war ebenfalls Kriegs- und Totengott. Einige der Götter haben sich sogar in unseren Wochentagen verewigt. Thor, der Donner genannt wurde, gab dem Donnerstag seinen Namen. Und kennt ihr Freya, die Göttin der Liebe und der Ehe? Na dann, thank God it's Freiertag. Puh, auf all diese neuen Erkenntnisse erstmal ein schönes Horn voll Met. Für alle, die Lust auf mehr bekommen haben, gibt es jetzt Barbaren. Nur auf Netflix.